Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Wir sind wieder zu Gast im Astronomischen Kolloquium in Rosenheim zu einem tollen Vortrag und endlich kommt wieder eine Kollegin zu Wort, das heißt eine Frau in der Naturwissenschaft. Da sind wir froh um jeden Beitrag, den wir haben hier bei uns auf dem Kanal. Es ist die Kollegin Lisa Kaltenegger, die ist mittlerweile seit ein paar Jahren an der Cornell University, das ist Ithaca, also im Bundesstaat New York. Und sie ist auch Leiterin des Paul Sagan Instituts. Die sind ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, Biomarker festzumachen. Also diese Strukturen, nach denen wir suchen bei Exoplaneten in der Atmosphäre. Also wenn man ganz großes Glück hat und sein Planet, also wenn ich jetzt der Stern bin und der Planet zieht hier so seine Bahn, Und Sie sind die Beobachter und der Planet zieht hier vorbei, dann können Sie für einen kurzen Augenblick mein Licht, also das Licht des Sternes, durch die Atmosphäre beobachten, das zu Ihnen fällt. Dann untersuchen Sie das spektroskopisch und dann sehen Sie gewisse Marker und dann suchen Sie nach denen, die potenzielles Leben verraten könnten. Ozon und so weiter. Es geht also um Exoplaneten und um die Frage, sind wir allein im Universum? Und so heißt auch der Vortrag, tausende neue Welten sind wir allein in diesem Universum. Lisa Kaltenegger. Schön, dass Sie alle gekommen sind an einem wunderschönen Abend. Also ich hoffe, Sie haben auch dann Zeit, gleich in die Sterne zu blicken. Weil was ich Ihnen heute eben erzählen möchte, ist über diese tausenden neuen Welten, die wir schon entdeckt haben, die Astronomen entdeckt haben. Und wenn Sie rausgehen und an den Sternenhimmel blicken, zählen Sie eins, zwei, jeder zweite Stern, den Sie sehen, hat mindestens einen Planeten, der um ihn kreist. Und jeder fünfte, wenn Sie bis fünf zählen am Sternenhimmel, Sie sehen ja hunderte von Sternen, je nachdem wie dunkel es ist, nicht in Rosenheim, aber ein bisschen weiter draußen, jeder fünfte hat einen Planeten, der nicht zu nah am Stern ist, ein Stern ist heiß, das heißt, wenn Sie sehr nah am Stern sind, verdampft Ihnen das Wasser, weil es so heiß ist, und nicht zu weit weg ist, weil wenn Sie weit weg gehen, ist es kalt, das heißt, dann gefriert Ihnen das Wasser ein. Das heißt, jeder fünfte Stern, den Sie am Sternenhimmel sehen, hat einen Planeten, der ein Fels ist wie die Erde und nicht zu heiß und nicht zu kalt ist, was man die Habitable Zone wird das oft genannt. Und was das uns jetzt zeigt, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Statistik, welche Planeten es da draußen gibt, ist, dass wir können nicht sagen, ob es jetzt Leben im Weltall gibt oder nicht. Wir haben nur Leben auf dieser Erde gefunden, aber dass die Chancen eigentlich ziemlich gut stehen, dass es da draußen möglicherweise andere Planeten wie unseren gibt. Und was ich Ihnen heute eben gern zeigen möchte, sind die letzten Erkenntnisse in dieser Suche und was jetzt in den nächsten paar Jahren auf uns zukommt, weil wir bauen jetzt gerade die Teleskope, mit denen wir auf die richtige Spurensuche gehen können, mit denen wir die Atmosphären, die Luft von diesen anderen Planeten nach Spuren von Leben absuchen können. Und das ist ganz, ganz knapp. Und ich muss sagen, was ich einfach richtig spannend finde, dass wir in der Generation leben, dass, wenn es Leben überall geben sollte, wo es sein kann, das wissen wir ja nicht, dass wir in der Generation leben, wo wir das rauskriegen. Und ich finde, das ist einfach eine richtig schöne Zeit zu leben. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass es überall Leben gibt, wo es Leben geben könnte, da habe ich keine Ahnung. Aber wir können es absuchen. Und was Sie hier sehen, sind keine Bilder von anderen Planeten. Was Sie hier sehen, ist meine künstlerische Fähigkeiten. Ich habe die Erde genommen und habe sie dann am Computer anders eingefärbelt. Das heißt, Sie haben jetzt andere Erden, keine Tausenden, die habe ich nicht draufgekriegt. Aber was Ihnen das einfach auch sagen soll, ist, dass diese Suche nach anderen Erden, an anderen Lebensformen, das heißt natürlich nicht, wir suchen nach grünen Blättern da draußen und nach Ihnen und nach mir, sondern wenn Sie nach Leben suchen,
Bakterien sind Leben, Einzeller sind Leben, Fische sind Leben. Einfach nur das auch im Blick zu behalten, dass Leben natürlich nicht unbedingt nur Sie und ich sind. Aber fangen wir einfach mal an. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal das Bild eines Sternenhimmels. Das ist, wenn es richtig schön dunkel ist, sehen Sie Tausende von Sternen. Und was Sie hier auch sehen, ist die Milchstraße, dieses weiße Band am Himmel. Und das ist natürlich, unsere Galaxie ist mehr oder weniger eine Scheibe. Das heißt, wenn Sie aus der Scheibe rausschauen, sehen Sie die einzelnen Sterne nebeneinander. Wenn Sie in die Scheibe hineinschauen, sehen Sie die so dicht gedrängt hintereinander, dass es mehr oder weniger verschwimmt zu einem weißen Band, weil so viele Lichter so dicht gedrängt aneinander stehen. Aber was ich hier schön finde, ist einfach, dass da ein Mensch steht, der mehr oder weniger die Hand nach dem Himmel ausstreckt. Weil wir jetzt zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die technischen Möglichkeiten haben, mal diesen neuen Horizont zu erkunden. Das ist jetzt nicht ein anderer Kontinent, sondern wir finden jetzt ganze andere Welten und schauen, wie wir in diesem wunderschönen, faszinierenden Universum eingebettet sind. Weil natürlich all diese Sterne, die Sie hier sehen, sind andere Sonnen. Manche haben ein bisschen eine andere Farbe, aber es gibt keinen Grund jetzt zu sagen, ein Planet um diesen Stern zum Beispiel könnte nicht so ähnlich sein wie unsere Erde. Jetzt, das ist ein Bild, oder es ist mehr oder weniger ein Bild von unserer Galaxie. Und das Erste, was ich bei dem immer schön finde, sieht ja sehr schön aus. Das ist das Zentrum unserer Galaxie. Die Sonne ist circa die Hälfte draußen. Das sind 100.000 Lichtjahre von einer Seite zur anderen. Das heißt, Licht allein braucht 100.000 Jahre von hier bis hier. Was natürlich dann heißt, wenn wir jetzt einen Planeten hier finden würden, dann sind es fast 75.000 Lichtjahre. Das heißt, wir würden ihn so sehen, wie er vor 75.000 Jahren war. Weil Licht braucht Zeit, bis zu uns zu kommen. Das heißt, je weiter weg diese Sterne sind, desto jünger sehen wir sie. Oder wir sehen sie, wie sie damals waren, wie sie das Licht ausgesendet haben. Und das ist jetzt gleich ein praktischer Tipp für den Fall, dass Sie ein Geburtstagsgeschenk brauchen und nicht mehr zum Einkaufen kommen. Gehen Sie in Google, je nachdem wie alt Ihr Freund, Freundin, was immer es ist, ist und sagen, Stern 20 Lichtjahre weg, sagen wir mal, Sie haben jemanden, Sie kennen jemanden, der Geburtstag hat, 20 Jahre, dann können Sie sehen, welche Sterne 20 Lichtjahre weg sind und dann können Sie mit dem oder der rausgehen und sagen, das ist der Stern, der das Licht ausgesendet hat, als du geboren wurdest. Funktioniert immer und ist sehr günstig. Was Sie hier haben, ist auch ein Blick auf unseren Suchraum. Wo suchen wir nach diesen anderen Welten? Wir suchen eigentlich nur in der ganzen Nähe von unserer Sonne, weil Licht breitet sich in einer Kugelform aus. Ja? Das heißt, wenn Sie doppelt so weit wegstehen, kommt nur mehr ein Viertel vom Licht in einem Quadratmeter an. Einfach, weil das ganze Licht sich wie eine Kugel ausbreitet. Das heißt, je näher ein Planet ist oder irgendwas, ein Stern, eine Fackel, eine Kerze, desto besser ist es, weil sie mehr Licht abkriegen. Das heißt, wir konzentrieren uns in unserer Suche auf den nächsten Abstand zur Sonne. Und diese Galaxie hat circa, Daumen mal Pi, 200 Milliarden Sterne. Jetzt habe ich Ihnen noch vorher gesagt, einer in fünf hat einen Planeten, der so sein könnte wie unsere Erde. 200 Milliarden Sterne. Ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass wir da draußen was finden, hoffentlich. Und das ist unsere Galaxie allein. Natürlich, was wir nicht wissen, ist, was sie brauchen, damit Leben anfängt. Wir können Leben im Labor noch nicht machen. Das heißt, ich kann Ihnen nicht sagen, auf diesen 40 Milliarden möglichen Erden gibt es Leben. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, auf keiner von denen gibt es Leben. Darum müssen wir ja suchen. Darum ist diese Suche so wahnsinnig spannend, weil wir noch überhaupt keine Ahnung haben. Wir hoffen, wir finden viele Spuren von Leben. Auf der anderen Seite, darum schauen wir jetzt gerade.
Ich habe ihnen auch gesagt, so sieht unsere Galaxie, die Milchstraße, aus. Jetzt haben wir aber das kleine Problem, dass wir kein Bild von unserer Milchstraße haben. Kein Foto. Das geht nämlich gar nicht, weil, für den Fall, dass Sie das mitverfolgt haben, wir haben ein Objekt, einen Satelliten, der unser Sonnensystem verlassen hat, 2012. Das ist die Voyager 1-Sonde, die unser Sonnensystem durchbrochen hat. Ich meine, da durchbricht man nichts, da fliegt man einfach fröhlich weiter, bis man so weit von der Sonne weg ist, dass die Gravitation von der Sonne nicht mehr das Ausschlaggebende ist. Aber das heißt, das vom Menschen gemachte Objekt, das einzige, das am weitesten weit weg ist, ist noch nicht mal beim nächsten Stern. Nicht einmal nahe am nächsten Stern. Wenn Sie unser ganzes Sonnensystem nehmen, also alle Planeten und die Sonne, und Sie schrumpfen es im geistigen Auge auf die Größe von einem Keks zusammen, dann ist der nächste Stern überhaupt 2 Fußballfelder weit weg im gleichen Maßstab. Das heißt, der Satellit, den wir gebaut haben, was super spannend ist, Voyager 1, ist gerade bei diesem Eck von dem Keks, ist gerade dabei, dieses Keks zu verlassen, aber ist noch lang nicht beim nächsten Stern. Das heißt, das kann kein Foto von unserer Galaxie sein, weil wenn ich ein Foto von all Ihnen machen muss, muss ich weit weggehen, damit ich Sie alle raufbringe. Wenn ich ein Foto von 20 Milliarden Sternen haben will, muss ich weit weggehen, damit ich alle raufbringe auf meine Kamera. Aber was Astronomen machen, ist, wir schauen uns die Bewegung der Sterne um die Sonne herum an. Das kann man messen, wie sich die bewegen. Und ich habe ja gesagt, es gibt, das ist unsere Galaxie, aber am Himmel oder überhaupt gibt es Milliarden von anderen Galaxien. Und was Sie machen können, ist, Sie schauen sich die Bewegung von den Sternen in unserer Galaxie der Milchstraße an, dann schauen Sie sich die anderen Galaxien an, die Sie da oben sehen, wieder mit Milliarden von Sternen, jede eigene, und sagen, okay, von der Bewegung der Sterne, die ich messen kann in meiner Galaxie, müssten wir genauso wie die da drüben ausschauen. Dann nehmen Sie das Foto und sagen, so müsste unsere Milchstraße ausschauen. Aber für den Fall, dass Sie jemand fragt, haben wir ein Foto von unserer Milchstraße? Nein. Und ein Freund von mir, wenn er unterrichtet, Einführung in Astronomie ist leicht, es ist so, wie wenn ihr eine Pizzascheibe seid, in einer Salamischeibe seid in einer Pizza. Wenn du eine Salamischeibe in einer Pizza bist, weißt du nicht, wie die Pizza von oben ausschaut. Gleich für die Galaxie. Kein Problem. Der Herr hilft gleich mit Animation. Das heißt einfach, ich wollte nur sicher gehen, ist auch ganz okay, weiß eigentlich jeder, wenn man logisch darüber nachdenkt, wir können kein Bild von unserer Galaxie haben, aber das schränkt uns nicht ein, nicht zu wissen, wie wir ausschauen würden, wenn wir einen Satelliten hätten, der zu weit wegfliegt, weil wir andere Exemplare von Galaxien haben und darum können wir sagen, so würden wir ausschauen und wir wissen auch, wie weit wir von dem Zentrum unserer Galaxie weg sind, das heißt, dann kann ich die Sonne einzeichnen und sage, hier sind wir. Wir sind ein ganz normaler Stern in einem ganz normalen Galaxiearm. Nichts Besonderes, Gott sei Dank. Dadurch, dass wir nichts Besonderes sind, Gott sei Dank, könnten alle diese anderen Sterne, die auch nichts Besonderes sind, möglicherweise Planeten wie unsere beherbergen. Was ich persönlich einfach richtig spannend finde. Und ich habe ja vorher gesagt, es gibt Milliarden von Galaxien da draußen. Woher weiß ich das? Das kann ich Ihnen natürlich erzählen und es ist sehr nett, dass Sie alle gekommen sind und glauben, dass ich weiß, was ich Ihnen sage. Das ist immer ein Vorteil. Meine Studenten fragen dann auch immer nach, das ist auch gut und Sie dürfen gerne nachher nachfragen, alle fragen. Aber wir haben ja gesagt, wenn Sie in den Sternenhimmel schauen, hier schauen Sie in die Ebene der Galaxie, eben dieses weiße Band, weil Sie da in die ganzen vielen Sterne reinschauen. Aber wenn Sie rausschauen, sehen Sie die einzelnen Sterne und dazwischen sehen Sie dunkle Flecken. Und die Frage ist, ist da überhaupt etwas? Und die Frage hat Astronomen beschäftigt und sie haben gesagt, okay, wir nehmen das Hubble Space Teleskop, eines der größten oder im Augenblick das größte Weltraumteleskop, das wir haben, und starren auf einen dieser dunklen Flecken für 200 Stunden. Das ist wahnsinnig lang. Stellen Sie sich vor, Digitalkamera,
Sie müssen die offen halten, die Blende offen halten für 200 Stunden, ist viel. Gott sei Dank ist es ein robotisches Teleskop mit Robotern, da sagt man einfach 200 Stunden schauen bitte. Und die Frage war, ist da wirklich nichts? Oder sind die Quellen einfach so lichtschwach, dass man nicht lang genug belichtet hat, damit man sie sehen kann? Und nach diesen 200 Stunden, wo Hubble auf diesen dunklen, auf einen dieser dunklen Flecken gestarrt hat, also nicht 200 Stunden lang, weil es fliegt ja um die Erde herum, aber man kann es dann aufaddieren, diese einzelnen Beobachtungen, das ist das Bild, was Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Das ist das Hubble Deep Field Image. So hell ist es normalerweise nicht, aber er hat Ihnen gerade gezeigt, wenn was anderes nebenbei ist, was zu hell ist, sieht man nichts. Und was Sie hier sehen, jeder dieser Punkte ist eine eigene Galaxie. Und die Galaxie, wie gesagt, hat viele Milliarden von Sternen, jede einzelne. Je weiter die Galaxie weg ist, da sind Galaxien drinnen in diesem Bild, die 10 Milliarden Lichtjahre weit weg sind. Das heißt aber, wir sehen sie sehr, sehr, sehr jung. Und es sind Galaxien drinnen, die näher bei uns sind, die sind aber normalerweise auch lichtstärker. Aber das heißt, dieses Bild zeigt Ihnen nicht nur, wie viele Galaxien da draußen sind, sondern zeigt Ihnen auch Galaxien in verschiedenen Entwicklungsstufen. Von der Geburt oder der Kindheit, wenn Sie so wollen, bis ins späte Alter. Aber wie gesagt, in diesem Fleck am Himmel, in diesem Fleck am Himmel sehen Sie Tausende von Galaxien. Und jetzt sagst du, ja, wie kommst du jetzt drauf, dass so Milliarden von Galaxien draußen sind? Und zwar dieser Fleck am Himmel, wenn Sie ein Sandkorn nehmen und es so halten, dann ist das der Teil, den Hubble abgesucht hat. Und wenn Sie in so einem Sandkornausschnitt vom Himmel Tausende von Galaxien finden, dann kann ich sagen, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplizieren Sie es auf, und kommen zu der Einsicht, dass es Milliarden von Galaxien da draußen gibt. Und wir haben das nicht nur an einem Punkt vom Himmel gemacht, sondern auch an einem anderen, nur um zu schauen, ob da vielleicht ein Unterschied ist, geht auf beiden Seiten. Das heißt, es gibt Milliarden von Galaxien da draußen. Was wieder super spannend ist, nur für die Suche von Planeten, nur indirekt relevant, weil das Licht von einer Galaxie, das ganz weit weg ist, ist natürlich noch schwächer, wie das Licht von der anderen Seite von unserer Galaxie zum Beispiel. Und es ist besser, ganz nah dabei zu sein. Aber das heißt, es gibt Milliarden von Galaxien mit Milliarden von Sternen und dann können Sie es, dividieren Sie es bei 5, das ist dann die Nummer von möglicherweise, die Zahlenzahl von möglicherweise Planeten wie unserem eigenen da draußen. Und wir sind gerade in der Lage, technologisch die nahesten davon auf Spuren von Leben abzusuchen, zu finden und bald auf Spuren von Leben abzusuchen. Aber gehen wir erst einmal zu unserem Sonnensystem. Was Sie hier haben, sind unsere Planeten. Wir sind der dritte Fels von der Sonne. Die sind nicht alle so in einer Linie, das wissen wir eh, aber zum Aufzeichnen ist einfacher. Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann gibt es den Asteroid Belt, Asteroidengürtel. Und der Asteroidengürtel ist, wo es kühl genug wird, wo sie weit genug weg sind vom Stern, dass Eis nicht mehr verdampft. Das ist die Eislinie um einen Stern. Das heißt einfach, wenn sie nah beim Stern sind, ist es wahnsinnig heiß. Das heißt, die Planeten werden gebildet aus einer Mischung aus Gas, Eis und Felsen. Wenn sie ganz nah beim Stern sind, verdampft ihnen das Gas und verdampft ihnen das Eis, weil es einfach zu heiß ist. Da bleibt ihnen nur der Felsen über und darum sind die inneren Planeten hier eigentlich alles Felsplaneten mit etwas Wasser, aber Venus zum Beispiel ist so heiß, dass das Wasser verdampft ist, auf der Erde haben wir Wasser und beim Mars ist das Wasser gefroren, weil es zu kalt ist. Wenn sie aber jetzt bei einem gewissen Abstand sind, dann ganz am Anfang, wie die ganzen Planeten entstanden sind, war es kühl genug, weit weg genug vom Stern, dass das Gas noch da war, dass das Eis noch da war. Und das heißt, diese Planeten sind viel, viel größer. Die äußeren Planeten, weil die nicht nur aus Gestein bestehen, sondern auch aus Gas und Eis und ein Mix sind. Und die
fröhliche Analogie, die Sie da machen können, wie verschieden diese Planeten sind. Wenn wir eine riesige kosmische Badewanne hätten und Sie werfen die Erde rein, dann sinkt die Erde wie ein Stein. Wenn Sie den Saturn reinwerfen, schwimmt er. Weil die mittlere Dichte vom Saturn kleiner ist als Wasser. Das heißt, Sie haben wirklich ganz verschiedene Planeten. Das ist jetzt nicht, dass der Saturn und der Jupiter ein großes Gestein ist mit ein bisschen Gas, sondern das ist wirklich fast nur Gas, leichter als Wasser im Fall vom Saturn. Und rein informativ, es haben alle Gasplaneten Ringe. Beim Saturn sehen Sie es, weil die ganz hell sind und ganz rein, das Eis reflektiert schön stark, darum sieht man es. Aber es haben alle Gasplaneten Ringe, also auch Neptun, Uranus und Jupiter. Die sind aber sehr dünn und sehr dunkel, darum sieht man es nicht gut. Und es haben auch alle Gasplaneten ganz viele Monde. Bei uns hat nur die Erde einen großen Mond und Mars hat zwei kleine eingefangene Monde. Und können wir gerne mehr darüber reden, ich schaue nur, dass ich zu den Exoplaneten irgendwann komme. Das heißt, wenn Sie einen gewissen Abstand vom Stern haben, wird es kühl genug, wenn sich die Planeten formen, dass Gas und Eis auch im Mix drinnen sind. Das heißt, drinnen sind die kleinen Planeten, die aus Stein bestehen, draußen sind die großen aus Stein, Gas und Eis, die massiven. Und wenn man es als Größenvergleich macht, das ist Jupiter, das ist die Erde. Die Erde passt in den roten Fleck von Jupiter mehr als einmal hinein. Der rote Fleck von Jupiter ist ein Wirbelsturm am Jupiter. Das heißt, unser ganzer Planet passt in den Wirbelsturm am Jupiter rein. Rein von den Ausmaßen. Und deshalb sollten Sie eine Feier zu Hause haben, eine Kinderfeier zum Beispiel, können Sie einen kosmischen Obstsalat machen. Ich muss sagen, ich habe das Buch ja eigentlich nur geschrieben, weil ich die ganzen Illustrationen haben wollte. Und die haben gesagt, wenn du ein Buch schreibst, gehen wir dann Illustrator. Jupiter ist die Wassermelone, dann haben Sie Uranus und Neptun ist Limone und Apfel, Saturn ist Grapefruit, dann haben Sie noch den Mars als eine Blaubeere und dann ist der Fruchtsalat ein bisschen modern, weil Sie noch zwei Kirschtomaten reinschmeißen für Erde und Venus vom Größenvergleich und der Merkur ist dann so groß wie ein Pfefferkorn. Einfach, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was die Dimensionen von den Planeten sind und wie verschieden sie sind. Und ich kann natürlich, auch wenn ich jetzt über Exoplaneten rede, nicht umhin, Ihnen dieses wunderschöne Bild von gestern zu zeigen, das gestern eben erst veröffentlicht wurde von der neuen Mission, die zum Jupiter flog, Juno, also die noch dort ist und sie Jupiter beobachtet. Und was Sie hier sehen, normalerweise sehen wir Jupiter immer diese Bandstruktur mit diesem roten großen Fleck, das sind die Pole vom Jupiter. Und weil ich ja vorher gesagt habe, dieser große Fleck ist ein Wirbelsturm, was Sie hier sehen, ist mehr oder weniger Wetter. Sie sehen diese riesigen Stürme, die die ganze Oberfläche von Jupiter bedecken. Und besonders an den Polen, die man normalerweise ja nicht sieht, aber Juno fliegt so um den Jupiter herum, haben wir jetzt gesehen, dass diese Bandstruktur aufbricht und es irgendwie alles ineinander so verquirlt und verknödelt. Also da haben die Wissenschaftler jetzt viel zu tun, rauszukriegen, wie die Dynamik funktioniert. Und ich werde heute nur über Planeten und andere Sterne reden, weil Monde zu klein sind, um Planeten, um andere Sterne zu finden. Aber wir sollten natürlich nicht vergessen, dass besonders in unserem Sonnensystem wahnsinnig spannende Monde gibt. Das ist zum Beispiel ein Mond, weil wir gerade bei Jupiter waren, das ist Europa. Das ist ein Mond, Jupiter ist weit weg von der Sonne, ja? Das heißt, es ist nicht sehr warm dort. Das heißt, der ganze Mond ist komplett gefroren. Da sehen Sie die Eisschicht. Aber Jupiter hat mehr als einen Mond, ganz viele. Und vier, die galileischen Monde, die ziehen aneinander. Das nennt sich Tidal Heating. Das ist einfach, die kommen aneinander vorbei, wenn sie den Jupiter da umkreisen. Der Jupiter zieht mit seiner Gravitation an den Mond, aber wenn der zweite Mond vorbeikommt, dann zieht der in die andere Richtung. Das heißt, die Monde verformen sich die ganze Zeit. Und diese Verformung bringt Energie in die Monde rein, die erhitzt das Innere der Monde. Das heißt, dieser Mond, Europa zum Beispiel, hat einen flüssigen Ozean unter der Eisschicht durch dieses System, also dass er einfach so
verbogen wird, mehr oder weniger bei den anderen Monden, die in verschiedene Richtungen ziehen. Jetzt, wie weiß ich das? Wieder eine gute Frage. Und zwar, ich weiß es, weil Sie hier sehen, das sind Risse im Eis, die Sie hier sehen. Und Sie sehen aber, dass die Risse einander überkreuzen. Und wenn Sie jetzt, es könnte ja auch sein, dass da kein Ozean drin ist, sondern dass es nur eine dicke Eisschicht ist. Damit sich solche Risse im Eis, wenn Sie das Ganze so verformen, überkreuzen, muss das eine Eisschicht sein, die auf was schwimmt. Die bewegt sich und dann ist einmal der Riss in die Richtung, einmal der Riss in die Richtung. Und so wissen wir, dass es bei diesem Mond flüssiges Wasser darunter gibt. Und natürlich hat die NASA auch Pläne, da jetzt hinzugehen und zu schauen, ob es da irgendwelche Fische gibt oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, Monde sind spannend, besonders in unserem Sonnensystem, weil wir hinfliegen können, durchs Eis durchbohren und schauen. Ist zwar nicht einfach, aber geht. Für Planeten um andere Sonnen sind die Monde zu klein. Wir können noch nicht hinfliegen. Das heißt, wir können nicht hinfliegen, durchbohren und schauen. Aber, ich habe ja vorher gesagt, jeder fünfte Stern hat einen Planeten, der möglicherweise so sein könnte wie unserer. Die Anzahl von Monden da draußen, die möglicherweise Lebensbedingungen zulassen, ist komplett unbekannt, weil wir wissen nicht, wie viele Monde es gibt um Planeten. Und im Augenblick können wir die auch noch nicht finden. Aber nur rein eine Idee, dass der Optimismus groß sein kann. Und es sind noch viele spannende Entdeckungen, die noch auf uns zukommen. Jetzt verlassen wir mal unser Sonnensystem. Wie gesagt, ich habe Ihnen ja gerade erklärt, innen sind die Planeten, die klein und felsförmig sind. Draußen sind die Gasplaneten mit Gas, Eis und Fels. Wir verstehen die Planeten noch nicht sehr gut, weil wir lernen mehr und mehr drüber. Aber jetzt kommen wir zu den Exoplaneten. Sind die gleich wie unser Sonnensystem? Sind die gleich wie unsere Planeten? Sind die anders? So eine der ersten Fragen. Und ich habe ja gesagt, die sind weit weg. Wie spüre ich die überhaupt auf? Und da gibt es die zwei Suchmethoden, die zwei größten Suchmethoden. Eins, das ist die Doppler-Methode oder die Wackelmethode, wenn Sie so wollen. Und zwei, was da passiert ist, wenn der Planet um den Stern kreist, zieht der Planet mit seiner Gravitation am Stern genauso, wie der Stern am Planeten zieht. Und am einfachsten sich das vorzustellen ist, Sie gehen spazieren mit einem Hund. Wenn ich hier mit einem Hund spazieren gehen würde und nicht in die Richtung will, wo der Hund hin will, würden Sie wissen, dass was an mir zieht, auch wenn Sie den Hund nicht sehen. Wenn ich so bin, wissen Sie, irgendwas zieht. Je kleiner der Hund, desto weniger muss ich mich zurücklehnen, wenn ich nicht darüber will. Bei einem Stern ist es mehr oder weniger ähnlich. Was mehr oder weniger passiert ist, wenn der Planet um den Stern kreist, dann lehnt sich der Stern zurück, damit das System im Gleichgewicht ist. Also so kann man sich es vorstellen. Ist einfach ein normaler Ausgleich. Es bewegt sich ums Zentrum, es bewegen sich beide ums Zentrum der Masse. Beim Stern sehen Sie es nicht so viel, weil der Stern sehr massiv ist, der Planet ist klein. Aber der Stern lehnt sich, also wenn der Planet hier ist, ist der Stern ein bisschen von Ihnen weg. Wenn der Planet hier ist, ist der Stern ein bisschen näher bei Ihnen. Und man kann die Bewegung des Sterns auf Sie zu und von Ihnen weg messen. Das ist diese Wackelmethode, diese Dopplerverschiebung. Und ich sehe es nicht wirklich im Stern, aber ich sehe es im Licht vom Stern. Und Sie kennen ja Doppler-Effekt, das ist, wenn die Ambulanz bei Ihnen vorbeifährt, der Ton ändert sich, wenn die Ambulanz auf Sie zufährt oder von Ihnen wegfährt, die Tonhöhe ändert sich. Ja, hört man ja, wenn man am Gehsteig steht. Beim Licht ist es genauso. Das heißt, das Licht vom Stern, das zu mir kommt, wenn der Stern auf mich zukommt, ist blau verschoben. Wenn der Stern von mir weggeht, ist es rot verschoben. Und jetzt wissen Sie auch, warum Astronomen wissen, dass sich das Universum ausdehnt. Weil wir schauen uns im Mittel alle Sterne und Galaxien an und die sind alle rot verschoben. Das heißt, wir können sagen, das dehnt sich alles aus, es geht alles von uns weg. Wenn Sie auf einer anderen Galaxie stehen würden, vor allem einen Stern in einer anderen Galaxie, würden Sie das Gleiche sehen. Alles geht von Ihnen weg. Und dann kann man zurückrechnen und sagen, wenn alles sich voneinander wegbewegt, muss es irgendwann
alles sehr, sehr nah beieinander gewesen sein. Und das nennen wir dann diesen Big Bang. Irgendwann war alles sehr dicht und es hat sich dann voneinander wegbewegt. Das wissen wir eben auch durch diese Dopplerverschiebung. Rot verschoben, alles, was wir sehen, ist rot verschoben. Aber wenn Sie sehen, blau, rot, blau, rot, blau, rot, dann wissen Sie, dass der Stern eiert auf Sie zu und von Ihnen weg. Und Sie wissen, dass irgendwas an dem zieht, wie gesagt, so. Und je mehr der Planet, der Stern sich bewegt, desto massiver ist der Planet, der um ihn herum geht. Genau wie mit dem Hund, wenn er zieht. Je weniger massiv der Planet, desto weniger bewegt sich der Stern. Das heißt, es ist um einiges einfacher, große, massive Planeten zu finden. Weil man da nicht so genau schauen muss. Und für circa 10% der Planeten, das kommt zufällig darauf an, wie man drauf schaut auf diese andere Sonne. Und das sehen Sie hier, also Sie sehen, dass der Planet auch am Stern zieht. Der Stern macht diese Ausgleichbewegung oder bewegt sich ums Zentrum der Masse des Systems. Aber wenn zufällig der Planet sich zwischen uns um seine Sonne schiebt, dann sehen wir eine Verdunklung dieses anderen Sterns. Weil ein Stern ist heiß und hell, also er ist hell, weil er eine heiße Oberfläche hat, die Licht abstrahlt. Und wenn der Planet sich davor schiebt, sehen Sie den Stern dunkler, weil wir einen Teil von der heißen Oberfläche nicht sehen. Und so kann man dann auch sagen, wie groß der Planet ist im Vergleich zum Stern, weil wir wissen, wie viel von seiner Fläche abgedeckt wird. So kriegen wir raus, wie groß die Planeten sind, die um andere Sterne kreisen. Und je nachdem, wie viel der Stern wackelt, das sagt Ihnen, wie schwer sie sind. Und wenn Sie die Masse und die Größe haben, haben Sie die mittlere Dichte. Und dann können Sie sagen, schwimmt es im Wasser, Saturn? Oder sinkt es im Wasser, die Erde? Und so kann man schon die ersten Abschätzungen machen, welche Planeten es da draußen gibt. Aber es wird noch spannender. Und das Spannende ist, wie gesagt, das ist die Helligkeit vom Stern. Wenn sich der Planet davor schiebt, wird es ein bisschen dunkler, so kann man sagen, wie groß er ist. Aber während der Planet sich vor den Stern schiebt, wird ein Teil des Sternenlichts durch die Planetenluft gefiltert. Und das heißt einfach, dass ich sehe, was eine chemische Zusammensetzung die Atmosphäre von einem anderen Planeten hat. Weil Licht ist natürlich Energie, Sie gehen raus, halten die Hand in die Sonne, wird warm. Das Licht, das durch eine Atmosphäre oder durch ein Gas filtert, schlägt oder trifft auf die Moleküle und Atome in dieser Atmosphäre auf und bringt zum Beispiel die Moleküle zum Schwingen oder zum Rotieren. Ganz ein spezifisches Licht, eine ganz spezifische Farbe, bringt ein spezifisches Molekül zum Rotieren oder zum Schwingen. Das heißt, wenn Sie Wasser drinnen haben, brauchen Sie eine andere Energie, eine andere Lichtfarbe, damit es zum Schwingen anfängt, als wenn Sie Sauerstoff drinnen haben. Wenn dieses Licht jetzt aber diese verschiedenen Moleküle zum Schwingen und Rotieren bringt oder ein Elektron in eine andere Schale schiebt, dann fehlt dieses Licht, wenn es bei mir zum Teleskop kommt, weil es ja dazu verwendet wurde, damit die Moleküle jetzt schwingen oder rotieren und das Elektron raufgeht. Das heißt, was in dem Licht fehlt, das bei mir im Teleskop ankommt, sagt mir, welche Moleküle das Licht getroffen hat, bevor es zu mir gekommen ist. Das ist mehr oder weniger wie ein Stempel im Bass. Wenn das Licht fehlt, dann weiß ich, es gibt Wasser in der Atmosphäre, in der Luft von diesem Planeten, weil ich weiß, dass das Licht eben genau von dem Stern durch diese Planetenatmosphäre, wenn ich jetzt schaue und ich sehe, dass das Licht fehlt, die Lichtfarbe, die mit Wasser interagiert, dann kann ich sagen, ich weiß, in der Luft von dem Planeten muss es Wasser geben, weil so, wenn ich mir den Stern so anschaue, kommt alles Licht zu mir. Wenn der Planet vor dem Stern ist, das Gas gefiltert wird, dann fehlt was von dem Licht. Und genau was fehlt, sagt mir, was die chemische Zusammensetzung der Luft auf diesem anderen Planeten ist. Und so können Astronomen sagen, wie was in der Atmosphäre von einem anderen Planeten drinnen ist. Jetzt ist das Problem natürlich, wenn der Planet sehr groß ist, mit einer dicken Atmosphäre, brauche ich ein kleines Teleskop, damit ich es machen kann, weil ich einfach viel Licht kriege.
Wenn ich einen Planeten wie die Erde habe, gibt es da nur ganz eine dünne Luftschicht herum. Darum können wir das für Erdplaneten jetzt noch nicht machen. Wir können es für die großen Jupiterplaneten schon machen. Aber für die Erdplaneten brauchen wir diese großen Teleskope, die wir gerade bauen. Nächstes Jahr das James Webb Space Teleskop ist ein 6,5 Meter Teleskop, das rauf in den Weltraum geschossen wird. Das wird zum ersten Mal die technischen Möglichkeiten haben, genug Licht einzufangen, damit wir so kleine Planeten wie die Erde untersuchen können. Und in 2025 baut die ESO ja dieses 40 Meter Teleskop in Chile, dass das dann auch von der Erde aus können wird. Hoffentlich. Wird schwierig werden, aber ist möglich. Aber was haben wir jetzt schon gefunden? Eine Sache, die spannend ist, wenn Sie sagen, das ist die Anzahl der Planeten, wie viele es gibt, und das ist, wie groß sie sind. Bei 11 Erdradien ist der Jupiter, bei einem Erdradius ist natürlich die Erde. Dann sehen Sie die Anzahl der Planeten, die wir entdeckt haben. Es gibt mehr von diesen kleinen. Irgendwann wird das Signal, das wir finden durch die Lichtabschwächung von diesem Stern, so winzig, dass man zum Beispiel Planeten so groß wie den Mars, die können wir noch nicht finden, weil unsere Teleskope noch nicht sensitiv genug sind. Das heißt, darum habe ich das da so ein bisschen eingeschummert. Also alles zwischen 2 Erdradien und kleiner, das haben wir noch nicht vollständig, weil das einfach schwer zu finden ist. Wir haben schon einige gefunden, das hören Sie oft in den Nachrichten, aber wir haben noch nicht alle gefunden. Aber was erstaunlich ist, ist mit dieser Methode, wo es wackelt, und mit der Methode, wo ein Teil des Lichts des Sterns abgeblockt wird, also oder abgedeckt wird, ist es natürlich viel einfacher, die großen und schweren Planeten zu finden. Das heißt, von denen haben wir mehr oder weniger schon alle entdeckt. Aber alle von den großen, schweren Planeten ist um einiges weniger als ein Teil von den kleinen, leichten Planeten wie die Erde. Was für mich natürlich super ist, weil ich finde Jupiter schön, aber ich finde die Erde um einiges besser. Wir haben ca. 3000, also wir haben über 3000 Planeten schon entdeckt und wir haben noch über 3.000, 4.000 Kandidaten, wo man einfach dann genau schauen muss, dass es kein Instrumentenfehler ist und so weiter und so fort. Aber wir bewegen uns in den Tausenden von fremden Welten. Also es ist nicht mehr eins, den man gefunden hat, sondern es sind wirklich schon Tausende, die entdeckt wurden. Und das macht es dann auch spannend, weil jetzt kann man anfangen zu sagen, statistisch gesehen sind die alle wie die Erde, sind die alle wie Jupiter und so weiter und so fort. Und das gibt einem dann ganz tiefe Einblicke, wie Planeten funktionieren, wie sie geformt werden und, wie gesagt, ob wir jetzt was Spezielles sind oder nicht.